Jo, lasst euch bitte nicht von diesem pompösen Bart hier ablenken, denn heute geht es um das YouTube Rewind Deutschland. Und die Plattform ist so gut wie noch nie zuvor. Also, was waren denn 2021 so die Highlights? Ihr bekommt nicht genug von YouTube. Und wir bekommen nicht genug von Werbeeinblendung. Deshalb haben wir eure Bedenken gehört und dafür gesorgt, dass wir vor allem die Content-Ersteller unterstützen, die häufiger und längere Videos hochladen. Wir können also voller Stolz verkünden, dass wir all eure Lieblings-YouTuber dazu bekommen haben, hauptsächlich noch Reaction-Videos zu drehen. Natürlich haben wir darauf geachtet, dass die Ersteller des teilweise extrem aufwendigen und teuren Original-Contents durch unsere Plattform keine Möglichkeit haben, davon zu profitieren, außer darauf zu hoffen, dass der jeweilige Reactor oder Streamer das Video zumindest verlinkt und etwas pusht. Es geht um Quantität, nicht um Qualität. Und so sorgen wir durch unseren fortschrittlichen Algorithmus dafür, dass die Reaction im Gegensatz zum Original sogar das bis zu 10-fache an Aufrufen und Einnahmen erzielt. Also, wie ihr seht, geben wir euch alle Freiheiten, die ihr braucht. Nur ab und zu müssen wir vielleicht ein kleines bisschen mitreden, wenn es um euren Content geht. Das hier ist nicht etwa ein geheimes Dokument über Folter in Guantanamo Bay, nein. So in etwa sieht ein werbe- und familienfreundliches Skript aus. Die Umwelt ist grün, gesundes Essen ist grün und Shrek ist grün. Oh, hello there! Und wir wollen, dass unsere Content-Ersteller dafür sorgen, dass auch dieses kleine süße Dollarzeichen neben ihren Videos grün bleibt. Denn nur so wird garantiert, dass möglichst viele Unternehmen davor Werbung schalten möchten. Deshalb ist es uns egal, ob sich eure Inhalte mehr an Erwachsene richten und entsprechenden Humor beinhalten. Sorry, Julian. Es ist also am besten, wenn ihr eure Videos so produziert, als ob ihr permanent davon ausgehen müsstet, dass sich ein Sechsjähriger darauf verirrt. Um euch dabei zu unterstützen, geben wir in unseren Richtlinien so schwammige Hinweise, dass es uns im Nachhinein immer möglich ist, eure Videos zu demonetarisieren oder sperren zu lassen, so wie wir gerade lustig sind. Das ist auch der Grund, warum sich seit diesem Jahr so viele beschissene verfickte Videos wie ein Lückentext anhören oder irgendwelche Wörter in den Videos einfach zensiert werden. Ästhetik ist egal, solange das kleine süße Dollarzeichen am Ende des Tages grün ist. Im Internet kursieren getestete Listen mit bis zu 3000 Wörtern, die anscheinend dafür sorgen, dass ein Video als werbeunfreundlich eingestuft werden kann. Ironischerweise können wir euch diese Liste also nur zensiert einblenden. Einige der Wörter sind zum Beispiel Doch wie aktuell das Ganze ist, weiß keiner und so wirklich den Durchblick über den automatisierten Filterprozess hat auch niemand. Nicht mal wir. Als kleines Beispiel. Von den folgenden 5 Videos wurden 4 beim Hochladen als werbeunfreundlich eingestuft. Nach dem Hochladen waren 2 davon plötzlich wieder werbefreundlich. Für dieses Video wurde der Titel von Ich habe eine Partei gegründet, um Bundeskanzler zu werden zu Um Kanzler zu werden geändert und siehe da, schon war das gleiche Video für uns in Ordnung und werbefreundlich. Wir haben natürlich vor, in den nächsten 10 Jahren noch häufiger unsere Richtlinien zu wechseln. Insofern werden eure Videos, die ihr vielleicht heute regelkonform produziert habt, dann von uns gesperrt oder gestrikt. Jedoch erwarten wir von euch als Content-Produzenten natürlich, dass ihr ein bisschen vorausschauen denkt. Sonst geht es euch vielleicht wie Mimi oder Adlosson und ihr müsst dann vor Gericht gegen uns eure Kanäle wieder freiklagen. Legt euch also von dem schmackhaften grünen Dollarzeichen schon mal ein bisschen was für den Anwalt beiseite. Auch unser Content-ID-System haben wir auf Vordermann gebracht. So ist es nun möglich, fremde Werke in Videos zu claimen und zu beanspruchen. Der Song Big Lasagna von PewDiePie mit fast 300 Millionen Klicks wurde beispielsweise von einer unbekannten Person über einen Musikvertrieb in seinem Namen beansprucht und alle dadurch generierten Einnahmen auf YouTube gehen somit nun an das Netzwerk. It's been claimed by a company called Repose Network and then parentheses on behalf of PewDiePie. Nah. What the fuck? You can't just say it's on behalf of me. Wir halten uns dabei wie die Schweiz natürlich ganz neutral, lehnen jeglichen Einspruch ab und gratulieren dem unbekannten kreativen Kopf zu einer wunderbaren passiven Einnahmequelle. Hier müssen wir uns für unser ausgeklügeltes System einfach mal selber auf die Schulter klopfen. Dem YouTuber Totally Not Mark, der Reviews über Filme und vor allem Animes wie zum Beispiel One Piece macht, wurden über Nacht 150 Videos vom produzierenden Animationsstudio gesperrt. Nicht nur Videos, die im Rahmen der Fair Use Policy Ausschnitte aus den Serien enthalten haben, sondern auch selbst gemalte Bilder und Animationen, die auf den Figuren basierten. Über Nacht wurden damit nicht nur seine Existenz, sondern auch die seiner Mitarbeiter quasi zerstört. It's been a few days since I uploaded my video responding to the attack that Toei Animation has placed on both myself and my team.
entire world over the last couple of days has stood by myself and my team in solidarity, as well as made it known to both Toei Animation and YouTube themselves that this is not a problem that's unique to myself and my team. And so my intent with this video is to share what I believe to be a massive exploit and problem with how YouTube's copyright system is handled. Wir können euch aber beruhigen, denn wir bleiben auch in diesem Fall natürlich neutral und lassen das Animationsstudio selbst entscheiden, ob die Videos jemals wieder online gestellt werden dürfen. Kannst du denn nochmal hinter ihm hergehen und sagen 3 Nein? Und weil unser System so gut funktioniert, haben wir beim Bundestag sogar schon einen Gesetzentwurf eingereicht, bei dem der Anzeigensteller einer Straftat selbst entscheiden darf, ob der Beschuldigte wirklich schuldig ist und welche Strafe ihn erwartet. Und sollte euch das nicht gefallen, so dürft ihr eure Meinung gerne mit dem Dislike-Button kundtun. Nur, dass dieser gar nicht mehr existiert. Ha! Zum Jahresende haben wir uns nämlich dazu entschieden, diesen zu entfernen. Also nicht ganz. Der Button existiert zwar noch, hat jedoch öffentlich keine Funktion mehr, da die Anzahl an Dislikes nun nur noch privat für den Videoersteller sichtbar sind. Ähnlich wie die Vodafone-Hotline. Da könnt ihr zwar auch anrufen, passiert halt nur nichts. Sie werden schnellstmöglich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Junge! Keiner hört dir zu, du asoziales Arschloch! Also halt dein Maul! Es hatten einfach zu viele Nutzer die Frechheit, diesen Button zu nutzen, nur weil zum Beispiel jemand mal etwas über die Stränge geschlagen ist und eine Leiche gefilmt hat. But this morning, Logan Paul is in some hot water after he posted a video allegedly showing the body of a person who recently committed suicide. His influence over that group noted by companies like Pepsi and HBO who gave him endorsement deals. Um also zu verhindern, dass Kunden Werbung vor Videos schalten, die eine große Anzahl an Dislikes vorweisen und vielleicht negativen Einfluss auf das Image des Produkts hätten, haben wir diesen bösen Button jetzt einfach nutzlos gemacht. Auch wenn das bedeutet, dass die Anzahl an noch mehr Scam-Videos oder Clickbait nun in die Höhe schießt. Wir möchten euch nochmal gerne daran erinnern, dass es hier nicht darum geht, dass ihr Spaß beim Anschauen eines Videos habt. Es geht darum, dass ihr viel Werbung schaut. Und wenn ihr diese Änderung für 2021 schon so richtig gut fandet, dann wartet erstmal ab, was wir im nächsten Jahr für euch geplant haben. Hier einige großartige Ideen aus unserer Kreativabteilung. Wie wäre es, wenn wir Anfang 2022 die Kommentarsektion ebenfalls entfernen? Denn wir haben das Gefühl, dass der Umgang miteinander viel zu toxisch geworden ist. Außerdem könnt ihr dem Videoersteller euer Feedback auch per Privatnachricht auf einer anderen Plattform wie Instagram zukommen lassen. Zur Jahreshälfte spielen wir außerdem mit dem Gedanken, die Videotitel nicht mehr anzuzeigen. Zu viel Text sieht schließlich unübersichtlich und nicht gerade ansprechend aus. Außerdem können wir damit sicherstellen, dass keine versteckten negativen Botschaften über die Titel gestreut werden. Und gegen Ende 2022 peilen wir an, Videoinhalte generell zu verbergen. Euch wird entsprechend nur noch die Werbung vor und nach dem Video angezeigt. Doch keine Angst, die Tonspur wird natürlich weiterhin zu hören sein. YouTube Premium Nutzer halten natürlich auch eine visuelle Untermalung in Form einer Tanzgruppe, die die Inhalte kindergeeignet performt. Dafür verdoppelt sich aber die Servicegebühr. Abschließend tut mir doch bitte noch den Gefallen, liked und kommentiert das Video hier, um es für den Algorithmus zu pushen, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen möchtet. Das Ziel von 20.000 Abonnenten in diesem Jahr scheint leider nicht mehr ganz erreicht zu werden. Trotzdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Alle weiteren Links zum Supporten findet ihr außerdem in der Videobeschreibung.